Wenn man das wunderschöne Clubambiente beim Champion des Jahres ausnahmsweise mal verlassen möchte, dann bietet sich bei 36 Grad und wolkenlosem Himmel in Ägypten vor allem eins an: eine Schnorcheltour auf dem Roten Meer. Für die Wintersportler Johannes Ritzek und Erik Frenzel aus der Nordischen Kombination, für die Langläuferinnen Steffi Böhler und Denise Herrmann und Biathlet Arndt Peiffer eine willkommene Abwechslung zum Training im Schnee. Ich bin jetzt das erste Mal hier in Ägypten dabei und ja, so richtig Schnorchelerfahrung habe ich jetzt noch nicht und ja, ich bin gespannt, was kommt. Wir haben gerade gesagt, hoffentlich sind so satt die Fische da unten, aber wir freuen uns und sind gespannt, was uns erwartet. Wir freuen uns jetzt, dass wir gleich ins Wasser können und wir sind mal gespannt, ob wir viele große, schöne Fische sehen können. So, da, wir sind gleich hier in Siebentürme. Das ist einer der berühmten Tauchplätze im Roten Meer in Ägypten. Und die sind einfach, die Türme sind viele Fische darauf. Es ist nicht so tief hier, da haben wir so 12 Meter auf der Hauptriff. Und dann habt ihr das in 5 Meter Bereichen sehr, sehr, sehr viele Schwärmefische ohne Ende. Und muss man nur einfach hier schnorcheln. Und dass die Unterwasserwelt in Ägypten so einiges zu bieten hat, davon haben sich die Athleten dann ausgiebig selbst überzeugt. Auch Beachvolleyball-Olympiasieger Jonas Reckermann und Julius Brink. Alles nicht. Wie was findet Nemo? Hier der große Dicke. War richtig cool. Also schon beeindruckend. Ich war vor einer Woche in Griechenland schon mal schnorcheln so ein bisschen. Fand ich auch schon geil eigentlich, aber ich meine, das, was ich da in 2 Stunden an Fischen gesehen habe, habe ich hier, glaube ich, nach 10 Sekunden im Umkreis von 10 Metern gesehen. Blauwal kam mir entgegen, kreuzte mich, Vorfahrt missachtet, dann der Hai. Weiß nicht, was war das für einer? So ein, schon ein Weißer, oder? Ja, oder ein Tigerhai. Ja, boah, aber er hatte ein Maul, so ein Ding. Dorade auch, Meerbrasse, Wolfsbarsch, Seetang, Negiri habe ich auch gesehen. So in Röllchen kam der vorbei. Es ist echt total schön, total klares Wasser. Man kann sehr weit gucken, bis zum Boden auf jeden Fall. Und ja, die Farbenvielfalt ist echt unglaublich, ist wunderschön. Also es sind echt Fische dabei, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Natur sowas hergibt. Das ist echt faszinierend. Wirklich eine Riesenvielfalt an Fischen hier und auch ziemlich große Schwärme, wenn man sie dann auch noch füttert. Nee, war lustig und hat sehr viel Spaß gemacht. So, wie man sich im Bilderbuch vorstellt, Regenbogenfisch und ja, alles, was man will, also genial. So kann man einen Tag beim Champion des Jahres in Ägypten auch ausklingen lassen.